So, herzlich willkommen zu Was koche ich heute? Sprich, das ist jetzt die Vorbereitung auf ein Dessert, auf ein Hauptgericht, was ich da hinten schon im Ofen habe, was auch natürlich auf dem, meinem Kanal dann auch hier werde ich verlinken, was ich gemacht habe. Jetzt probieren wir Folgendes. Das soll eine Aufnahme, eine Nachspeise in einer einzigen Aufnahme, ohne viel Schneiden, ohne viel Drumsrum. Also, freue mich, dass ihr da seid. Ich habe hier schon alles, hoffentlich alles vorbereitet und nichts vergessen. Ganz schnell, was mache ich? Ich mache einen Mascarpone-Becher. Dazu brauche ich eben Mascarpone, eine Waage natürlich, etwas Zucker, was ich hier habe, einen Orangenlikör, was ich hier habe, zwei Eier, die ich hier habe, einen Mixer, das haben wir schon. Wenn ich hier hinten habe, etwas weiter, meinen Mixer, meinen elektrischen, etwas Erdbeeren, die ich auch hinten habe, die brauche ich als Becher. Zwei Becher habe ich vorbereitet, damit ich euch zeigen kann, nur das einzige. Und je nachdem, was ihr habt, Pistazienkerne oder Zitronenmelisse. Ich habe nur Zitronenmelissekerne, glaube ich, da. Oder Pistazien habe ich auch hier. Also, ich habe eigentlich alles da. Fangen wir gleich an. Ich hoffe, ich habe mir alle Schritte gemerkt. Das bin ich. Also, wir fangen an mit der Mascarpone. Ich habe eine große gekauft. Problem, ich brauche nicht so viel, wie da drin ist. Das übliche Problem. Also, auf die Waage meinen Becher, den ich hier habe. So, einmal das hier. Auf die Waage. Löffel habe ich vergessen zu machen. Also, wenn ich top vorbereitet ist, wird das nichts. Also, 400 Gramm Mascarpone kommt da jetzt rein. Einmal 100. Ich habe hier 500 Gramm in der Packung, das heißt, da kann man eigentlich 4 Fünftel rausnehmen. So, da sind wir jetzt bei 275. 150. Und man hat dann natürlich, wenn man das so macht, etwas Kontrolle über diese Inhalte. Also ich habe die schon mehrmals abgewogen. Also meine Enttäuschung. Gehen wir nochmal rauf, nochmal runter. Liegt dann oft unterschiedlich. 397, da brauchen wir noch. Jetzt alles runter. 399 nehmen wir. So genau. Yes, so genau machen wir. Also, das andere gleich weg, brauche ich hier nicht mehr. Was kommt als nächstes hier rein? Hier kommt rein Eigelb. Nur Eigelb, weil ich brauche das Eiklar wieder extra. Das heißt, das ist das Schwierige bei diesem Antecker, das Ei wirklich zu trennen. Es sind nur zwei Eier, aber die sind richtig, richtig schwierig. So, da. Kommt gleich hier rein. Also die Gewichtanszeit. Jetzt haben wir unsere 24 Gramm. Die können wir ignorieren. Ich tue nie. Ich habe hier eben noch eine Schüssel. Ja. Der Öl, was ich habe hier. Meine Öl, da sind doch die Erdbeerreste drin, die ich vorher geschnitten habe. Waage brauche ich nicht mehr Zucker, habe ich abgewogen schon vorher. Damit man da nicht zu viel Zeit verliert. Waage ist weg. So. Also. Ei dort da drinnen und jetzt das zweite Ei. Also, ich bin da hin und wieder so ein Schwitzer bei dem Ganzen. Meine Partnerin nicht. Die tut dann einfach, bis wirklich fast alles weg ist, weg drin. So, jetzt habe ich das alles hier. Was kommt jetzt noch dazu? Zitrone. Bio-Zitrone vorher waschen. Ich brauche nämlich die Schale davon. Schaut mal, dass es geht. Sie ist etwas älter, etwas weicher. Habe ich schon vorher probiert, ob es reibt, ob die funktioniert. Will die Schale sich nicht lösen? Dann nehmen wir schon eine andere. Alles griffbereit hoffentlich. So. Diese ist fester. Den waschen. Abtrocknen. So, da bin ich wieder. Also, so einfach ist das auch wieder nicht, einen Take alles zu schaffen. So. Geht schon besser. Die geht. Und wie lange geht da jetzt eigentlich? So, fertig. Ich habe bei der Zitrone dann noch einen kleinen Schmäh, wenn man hin und wieder welche braucht zum Kochen. So, Schale rein. Schale rein. So. Jetzt brauche ich aber ungefähr von einer halben.
Schale drin. Brennt weg. Brauche ich nicht mehr. So, wir brauchen ungefähr. Hätte ich doch noch gebracht. Wir brauchen schon zwei von einer halben. Passt schon. Ist schon gut. Schadet nichts. Aber macht lustig. Hier auspressen, habe ich. So. Zitrone ausgepresst. Machen wir nicht mal Zitronensaft hinein. Kleine Kerne. Ja, perfekt. Kleine Kerne sich reingeschummelt. Passt. Ich räume alles gleich weg, wasche es gleich etwas weg. Jetzt haben wir hoffentlich alles drinnen. Machen wir kurz Wiederholung. Mascarpone, Ei, Zitronenschale, Zitronensaft von einer halben Zitrone und hier das Eiklar. Also hier das Eidotter, hier das Eiklar. Eigentlich sollte ich zuerst das mixen. Wir mixen zuerst den hier. Ich habe auch schon eine Steckdose vorbereitet auf der Seite. Man kann es auch mit der Hand schlagen. Das hat meine Großtante gemacht. Aber ich habe, wenn ich ehrlich bin, noch nie probiert. Und das Ganze muss jetzt richtig steif werden. Also woran sieht man, ob er steif ist, wenn man umdrehen kann. Das ist immer den Schmäh, ich muss das umdrehen können und das muss ich halten. Und ich kann halten. Na, sieht man, haltet, also, umdrehen, haltet, drinnen, passt. Damit hat man hier genug geschlagen, kommen wir hier weiter. Ich hole noch sicherheitshalber meine Schummelzettel, wenn ich mir da hinten hingeschrieben habe, ob ich alles drinnen habe. Ich habe wirklich nichts vergessen. Was noch ist. So, das Ganze jetzt einfach mal ein bisschen schaumig geschlagen. Man kennt, ist schaumig geschlagen. Handmixer brauchen wir jetzt nicht mehr in der Form. Etwas habe ich vergessen. Was ich jetzt gerade sehe. Vorbereitet habe ich hinten den Zucker. Der kommt natürlich auch noch da rein. Seine Süßspeise mal. Ja, alles vorbereitet, aber doch noch was vergessen. Keine Angst. Ja, ist ja nichts, ist etwas laut, tut mir leid. So. Ja, das Ganze ist etwas laut hier. Mixer. Keine Angst, ich schreibe das Ganze, die ganzen Rezepte unten hin, was ich dazu benutzt habe. Wir nehmen jetzt diesen Schlagobers und diesen Eischnee. Genau, ich glaube, der kommt halt auch noch dazu. Dann kann man mit dem Mixer einbauen, machen wir gleich. So, ganz langsam, also hier. Es gibt den Schnee vom Soufflé hier. Man nimmt immer ein bisschen und rührt das so mit einem Löffel ein. So, dann platzen, dann mal putzen und rührt das eben mit einem Löffel ein. Dann wird das Ganze ein bisschen luftiger. So. Zuckerkristalle noch der Seite, weil ich das nicht so gut verteilt. Vom Geschmack her, ich hab schon was. Das heißt, ich werde das jetzt einfach einmal den Mixer Mixer sein lassen. Die wollen wir in die Abwasch. Mixer stecken wir aus, dass da nichts passiert, brauche ich nicht mehr. Kann schon gleich noch mal verbinden. Und wir heben den Schnee hier unter mit einem Löffel. Ganz Schnee rein. Ich habe das mit Soufflé angesprochen. Ich werde mal ein Soufflé machen, da gehe ich da näher drauf rein, wie das dann gut funktioniert, dass das auch wirklich aufgeht. Es gibt so ein paar Schnees, war ähnlich, das dann nicht aufgenommen und das funktioniert. Also, wir haben hier die Mascarpone. Wie man sieht, perfekt, einwandfrei, super, perfekt. Jetzt alles außen.
Also die Creme ist fertig, Löffel kann man drin lassen. Das brauchen wir auch nicht mehr. So, ist das jetzt fertig? Nein, natürlich nicht. Zur kleinen Schüssel. Nehmen wir eine große Schüssel. Da kommt mir jetzt. Diese Schüssel kommen wir jetzt mal her, die ich vorher gewaschen, halbiert bzw. die größeren geviertelt habe, sind relativ große Stücke Erdbeeren. Also es braucht nicht so klein ausfallen. Das kommt dazu. Und ich schimpfe dann bald meinen Bratmittel zusammen, die da jetzt runterkommt, sagen, aber muss ich mich halt beeilen, bevor die da unten ist. Zucker kommt jetzt noch dazu. Und das hier und etwas von diesem Likör. Orangenlikör. Jetzt zwei Esslöffel circa und das Ganze müssen wir jetzt einfach nur rüber. Unterwegs, der sagt auch, ich bin jetzt gleich mehr Akku zum Kochen, als ich das so trinke. Das heißt, die werden da einfach jetzt mit Zucker und Orangenlikör mehr oder weniger kassiert, diese Erdbeeren. Und dann können wir eigentlich schon mit unserem Becher anfangen, gleich. Ja, die Becher habe ich, mir sind ja zwei vorbereitet. Ist hier ungefähr vorbereitet für 4 Becher, ist ungefähr die Menge. Und dann ist das mit immer die Frage, wie groß die Becher sind. Ich mache hier mal 2, weil wir sind nur zu zweit. Und ich bitte halt höflich, dass jetzt nicht gesaugt wird. So. Und in 2-3 Minuten bin ich damit fertig und dann kann da wieder der Lärm beginnen, der normale Lärm, wenn man will. Aber es wäre sehr nett, wenn jetzt keiner da wäre. Also, die Erdbeeren tun wir her und tun wir mal so mal rein. Das füllen wir ein. Es ruft natürlich jetzt auch wer an. Den lassen wir einfach anrufen. So, haben wir hier eben den Maskottenbecher. So. Kommen hier noch 2-3 Erdbeeren drauf. Habe ich hier noch den restlichen Mascarpone drauf und das war's dann eigentlich. Ich muss das jetzt ganz schön machen. Dann haben wir hier unseren Mascarpone-Becher mit Erdbeeren, also bin etwas zu hoch, haben wir den jetzt eingefüllt. Wie schon gesagt, fertig. Tun wir jetzt noch richtig, richtig fein. So, tun wir da wieder ein paar Erdbeeren drauf und die restliche Mascarpone-Creme drüber. Und dann wäre das eigentlich jetzt einwandfrei. Habe ich hier noch etwas Zitronenmelisse, fein aus meinem Garten, sieht man die schon? Ja, aus dem Garten, aus meinem Topf. So, und dann schnappen wir uns da so ein Zweigelchen. Und tun das da so rauf dekorieren. Und das war's, gell? Also, danke. Sieht man, wie lange es gedauert hat, sieht man dann an der Zeit. Ein Versuch, ohne Schneiden, ohne was. Alles fertig, alles einwandfrei passiert. Keine Zutaten vergessen. Danke fürs Zuschauen. Das ist eine Nachspeise.
2 Mascarpone-Becher. Ich habe noch genug. 2 Becher könnte ich noch füllen an Mengen, was ich schreibe. Und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.